Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diesen süßen Yoga-Socken häkeln könnt. Das Besondere am Yoga-Socken ist, dass wir die Ferse freilassen müssen und auch die Zehen freigelassen werden sollen. Ihr könnt ihn im Prinzip auch etwas dünner häkeln. Ich habe jetzt eine dicke Kuschelwolle genommen, weil ich es einfach am liebsten mag. Man sollte auch grundsätzlich etwas mit der Naturfaser drinnen haben, Baumwolle oder Wolle. Ich habe eine reine Polyester, ist Geschmackssache. Ich habe sie verwendet, weil ich diese Wuschelsocken unglaublich gern mag. Das heutige Häkelstück ist besonders gut geeignet für Anfänger. Das Einzige, was ihr können müsst, ist die feste Masche. Und das war es eigentlich auch schon. Es ist auch deswegen sehr gut geeignet, weil es sehr schnell geht und weil ihr ganz besonders schnell ein sehr schönes Ergebnis für euch habt. Gut, was braucht ihr dafür? Um diese tolle Socke zu häkeln, benötigt ihr einmal ein Garn. Ich habe von Gründel diese Funny Color verwendet, so eine ganz eine tolle, so eine kuschelige Weiche, für eine Stärke 5 bis 6. Es ist eben wie gesagt 100% Polyester, ihr könnt aber auch ganz gerne ein anderes Material verwenden, wenn ihr das lieber wollt. Für den Bommel hier, für diesen Bommel, habe ich einfach ein Restgarn verwendet, das ich noch von meinen vorigen Stickarbeiten übrig hatte. Eine dicke weiße Polyesterwolle. Wie gesagt, ihr könnt dazu auch etwas anderes nehmen, eine andere Farbe, wie ihr wollt. Ihr braucht außerdem eine Häkelnadel der Stärke 5 und ihr braucht noch eine Schere. Wenn ihr das alles habt, braucht ihr eigentlich nur noch die Motivation für 1 bis 2 Stunden zu häkeln. Gut, wie beginnen wir? Wir schlagen zunächst einmal 27 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Größe für euch passt, ist das gar kein Problem. Beim Häkeln ist das sehr einfach. Fahrt damit um euer Fuß herum, je nachdem in welcher Höhe ihr die Socke haben wollt und seht nach, ob es passt. Ja, wenn es euch zu eng vorkommt, macht einfach 1 bis 2 Luftmaschen mehr. Und wenn es euch zu weit vorkommt, macht einfach 1 bis 2 Luftmaschen weniger. Wir gehen jetzt in die Runde. Das bedeutet, wir stechen in die erste Luftmasche hinein und machen eine Kettmasche. Das bedeutet, wir ziehen hier einfach durch. Wir stechen noch einmal in dieselbe hinein und machen ab jetzt nur noch feste Maschen. Wie gesagt, mit dieser Wuschelwolle ist es ein bisschen schwieriger zu häkeln. Dafür ist das Ergebnis natürlich eine tolle Wuschelsocke. Wenn ihr wirklich blutige Anfänger seid, wäre es vielleicht einfacher, eine normale Wolle zu nehmen, vielleicht ein angenehmes Wollpolyestergarn. Für einen Socken empfiehlt sich eine Mischung von Polyesterwolle 70 zu 30 oder 60 zu 40. Dann ist sie strapazierfähig und auch angenehm am Körpergefühl. Wir häkeln jetzt diese Runden entlang und zwar insgesamt 13 Reihen. Es gibt dazwischen weder Stäbchen noch Luftmaschen, um in die nächste Runde zu kommen. Jede Reihe wird gleich gehäkelt, alles feste Maschen und einfach sozusagen der Runde entlang. Ihr seht auch hier, warum ich gesagt habe, dass die Wuschelwolle unbedingt die einfachste Wolle ist, aber
bisschen Übung könnt ihr das total super hinbekommen. Ich bin, seit ich meine kleine Tochter bekommen habe, sowieso ganz extrem auf diese Wolle ein, weil ich hier ganz viele tolle kleine Spielsachen auch damit gehäkelt habe. Könnt gerne auch in einem anderen Video dann schauen, was sich da alles so fabrizieren lässt. Ihr könnt dies natürlich auch zweifarbig häkeln. Ich werde dazu auch noch ein anderes Video hochgeben für eine richtige Socke, also eine normale, wo auch die Ferse und die Zehen dabei sind, und die werde ich dann zweifarbig machen. Wie gesagt, es ist beim Häkeln einfach keine Grenze gesetzt. Man kann das seiner Fantasie, Lust und Laune absolut freien Lauf lassen. Darum bezeichne ich auch ganz gerne das Häkeln und auch das Stricken als neues, modernes Yoga mit Ergebnis sozusagen, weil man dabei seinen Geist genauso angenehm und relaxed entspannen kann. So, wir kommen jetzt zum Ende der ersten Runde. Da haben wir noch eine Luftmasche. So, schubst durch mit dir. So, und hier beginnen wir jetzt, und das ist eben das Schwierige, es zu erkennen, in die oberen einzustechen, und wir machen ganz normale Runden, wie gesagt, weiter mit der festen Masche und mit nichts anderem. Ja? So, ich werde jetzt ein bisschen häkeln und wir sehen uns ganz gleich wieder, sobald wir diese 13 Reihen gehäkelt haben. Viel Spaß dabei! So, wir haben jetzt unsere 13 Reihen gehäkelt. Das ist in etwa dieser Bereich hier, so, der Bereich. Und jetzt kommen wir hier zu dem Fersenloch. Um dieses Fersenloch, sozusagen diese Öffnung für die Ferse zu erhalten, lassen wir jetzt 6 Maschen für die Ferse frei. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier noch unsere Runde sozusagen fertig häkeln, so, nehmen wir unsere Arbeit, drehen sie um und häkeln ganz normal feste Maschen wieder zurück. Achtet darauf, dass ihr in die erste Masche selber wieder einstecht, denn sonst wird das nicht so ganz das Ergebnis haben, das wir uns wünschen. So, wir häkeln wieder retour. Ihr könnt auch einen Markierer nehmen, also um eure Maschen für die Wendepunkte zu markieren. Ich finde es ein bisschen überflüssig, weil man es eigentlich ganz gut auch so erkennen kann. Aber wenn ihr es wollt, macht das ruhig. Ich finde es in der Regel eher etwas verwirrend und häkle lieber auf Augenmaß. Manch einer behauptet, es ist falsch. Mag so sein. Ich bin mit dem Ergebnis grundsätzlich ganz zufrieden. So, wir zählen 6 Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das bedeutet, wir müssen bis hierher häkeln. So. Eine noch.
Okay. Sollte die eine breite Ferse haben, lass die bitte mehr frei und für eine schmälere Ferse weniger. Zieht euch einfach den Schlauch über das Füßchen oder über das Bein, schaut euch an, wo ihr umgeht und dann orientiert ihr euch anhand von eurem Körper. So, ihr dreht jetzt wieder eure Arbeit, stecht wieder in die erste Masche hinein für die feste Masche und häkelt retour. Mir wird gerade mit der Wolle gespielt. So. Dieses Hin- und Retour-Häkeln unserer Arbeit machen wir für insgesamt 4 Reihen. Wir beenden jetzt gleich die zweite Reihe. Wie ihr seht, es kommt dazwischen weder eine Luftmasche noch sonst irgendeine Masche. So, wir kommen jetzt an das Ende der zweiten Reihe. Hier vorne noch einmal hinein. Wieder die Arbeit drehen. In die gleiche Masche wieder hinein. Und feste Masche. Wir sehen uns dann, sobald wir das fertig gehäkelt haben. So, wir kommen jetzt an das Ende der vierten Reihe, die wir gestrickt haben, gehäkelt haben, Entschuldigung. So, das Piepsen bitte von vorhin verzeihen, das war nur das Babyfon von meiner kleinen Maus. Okay, wir haben jetzt das Ende erreicht und machen 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und stechen hier sozusagen, wir schließen jetzt so die Ferse in die erste Reihe wieder hinein und machen eine Kettmasche und häkeln jetzt die nächsten 12 Reihen wieder ganz normal weiter in Runden feste Maschen. Ihr seht also, es ist überhaupt keine Hexerei und entspannt noch dazu erheblich. So, wir sehen uns, wenn ich die 12 Reihen gehäkelt habe, wieder. Derweil könnt ihr ja das Video auf Pause klicken und selber auch die letzten paar Reihen fertig vollenden. Viel Spaß so lange. Bis gleich. So, wir haben jetzt unsere 12 Reihen von der Ferse heruntergehäkelt und machen zum Ende hin eine Kettmasche. Können den Faden herausziehen.
abschneiden und vernähen. So. Ich ziehe den Faden dann immer noch ein bisschen weiter, um sicher zu gehen, dass das passt und auch wirklich alles hält, so wie ich das gerne hätte. Faden wieder abschneiden und fertig ist unsere Yoga-Socke Nummer 2. Den Bommel zeige ich euch dann in einem anderen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Video und beim Nachhelfen gehabt. Bitte empfehlt mich weiter, wenn es euch gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei. Den Link für den Bommel gebe ich unter dem Video an. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt hin. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.